Heute ist Samstag, der 23. Juli und Thomas, Roland und ich sitzen gerade in einem Van Hol A irgendwas auf der Linie 20A zwischen irgendwo bei Hasselt und Hasselt. Dieser Bus fährt von Maastricht Zentralstation aus. So, das ist mein Kollege Roland, der schläft gerade. Und der Herr, der gerade die Hand vor die Augen macht, ist Thomas. Schlecht. Ich hab dich zu spät. Ja, wir sind gerade mit dem Euregio-Ticket unterwegs. Und irgendwo befindet sich auch noch ein Busleihe, der hat davon gar keine Ahnung. Was nennt sich Vater? Das sind hier unsere Sitze, saumäßig bequem. Knopf für die Anzeige und ja. Wie lange kam er? 10 Minuten? Ja, dann ein bisschen verspätet. Späte war sich abgefahren und selber angelangt. War ja auch noch da. Fahrplan ganz schön viel Schuhen Viertelstunde. Gut, da kann ich nämlich ein schönes langes Video drehen. Viertelstunden-Video, bis wir da sind. So, bevor ich es vergesse. 35,16 von der Line. Bevor ich das jetzt vergesse. Was? Hast du gedacht, wenn er am Campus fährt, aussteigen am Campus? Was? Nee. Das ist eine interessante Strecke. Zumindest mit dem ich da gefahren bin, der vorher so ein Stück der Bus lang war, aber der irgendwie eine Schranke öffnen musste. Ich weiß auch nicht, ob der am Samstag fahren am Campus fährt. Dies war das Haltewunschgeräusch. Pling. Und da kam mir ein schönes Lied in Erinnerung, das berühmte Weihnachtslied Klingglöckchen, Klingelingeling. Schon hasselt. Ortsdurchfahrt von Diepenbeek. Was? Was macht der Haus hier? Ja. Im Haus. Tür schließen. Was ist los? Willst du von mir? Soll ich von dir will? Nix. Ich wollte hier gerade filmen hier in dem Hall. So, hier sind wir gerade in Diepenbeek und da war ein
Wartehäuschen für eine Haltestelle im Hauseingang. Auch nicht allzu oft. Keine Sorge, manchmal tun meine Kollegen etwas komisch, aber sind in Wahrheit ganz nett. Das ist ein Busreit mit der Line 23 in der wahren Faven der 16 von der Line. Roland, was hast du eigentlich für ein Diensthandy bei? S. Ah, hier gibt's auch Aldi Nord. Wusste ich jetzt gar nicht. Pling. Hier verlassen wohl sehr viele Fahrgäste den Bus. Das gelbe Häuschen mit das hier sind hier typisch Leinhaltstellenhäuser. Ja, das sind die Kapitel.
der jetzt rechts rausgeguckt hätte? Und morgen auch wieder 10.40? Ja. Konntest du heute mit dem Kollegen den Dienst wegtauschen? Mit wem? Keeper. Oh ne, sag mir jetzt nichts. Hast du den Kollegen gefragt oder hast du das mit Erwin gemacht? Hat mit Erwin gemacht. Thank you.